Dieses Video ist aus dem Jahr 1981 und beschreibt die Nanotechnologie in Bezug zum Äther und der Energiegewinnung. Es ist für dich auf Deutsch übersetzt. Lasse gern ein Abo da und ein Like, sowie auf konstruktive Kommentare sind wir wie immer gespannt. Bestimmen Sie die Periodizität Ihrer elektromagnetischen Prozesse? Genau diese Abfolge bildet die universellen Gesetze, die alles in der klassischen Physik für unsere Welt definieren. Aber die Energie in der Nanowelt übersteigt die nukleare um ein unvorstellbares Vielfaches, 10 hoch 74. Die Drehbewegung der Ätherelemente kann in Schwingung und weiter in Elektrizität umgewandelt werden. Genauso wie die verborgene Kraft des Dampfes in die Bewegung der Lokomotive umgewandelt wird. Man muss nur eine Lokomotive für die Nanowelt bauen. Das wird ihre Elemente zum Schwingen bringen. Wenn wir Erfolg haben, bedeutet das eine grundlegende neue Energiequelle. Sie erzeugt hochfrequente Elektrizität von jedem Punkt des Raumes aus. Ein speziell geformter Leiter lenkt die Schwingungen der Ätherelemente entlang seiner Oberfläche. Das wird die Elemente zum Schwingen bringen. Es ist wichtig, dass diese Schwingung nicht nachlässt, deshalb muss der Leiter die Schwingung speichern. Ein solcher Leiter wird Resonator genannt. Die Schwingung wird gespeichert, wenn die verlorene Strahlung weniger als 0,01 beträgt. Im Film, besonders in CGI, ist alles möglich, aber in der Realität ist es komplexer. Um Resonanz zu erreichen, ist eine hohe Fertigungsgenauigkeit erforderlich. Perfekte Reinheit der Materialien, ausgeprägte Kenntnisse der Materie auf subatomarer Ebene und natürlich die Finanzierung des Prozesses. Dies ist das radiotechnische Labor. Hier werden die Resonanzeigenschaften verschiedener Systeme getestet. In diesem Fall ist es der sogenannte Neptun-Dreizack. Wir schalten den Erdungsreifen ein und erzeugen das Signal des Senders, der das reflektierte Signal mit den elektromagnetischen Tester aufnimmt. Das Signal ist von der Position des Testers abhängig. Maximale Spannung ist auf den Spitzen des Schützes. Es ist nicht einfach, den Resonator zu erregen, aber das Gerät zeigt eine Resonanz an. Versuchen wir, die Verluste durch Strahlung zu messen. Und hier ist das Signal von der Position des Testers abhängig. Bei allen existierenden Resonatoren ist der Reflexionskoeffizient kleiner als 1. Aber in unserem Fall ist er höher. Das bedeutet, dass der Resonator die innere Energie des Äthers in Elektrizität umgewandelt hat. Die Hypothese der Nutzung der Energie der Nanowelt ist bestätigt und macht somit alle Bemühungen der Menschheit überflüssig. Zur besseren Nutzung von Holz, Kohle, Öl, ökologisch gefährlicher chemischer und nuklearer Energie. Wie Sie wissen, werden alle Projekte der Perpetuum Mobile von keinem Patentamt akzeptiert. Aber in unseren Händen ist es kein Perpetuum Mobile, es ist nur ein Konverter von Ätherenergie in Elektrizität. Die andere Sache ist, dass die Energie der Nanowelt selbst unerschöpflich ist. Die Bewegung der Umgebung, der Luft, bewegt die Fahnen.
Physikalisch ist es möglich, sich die Bewegung der Fahne relativ zur Luft vorzustellen. So wie der Fisch im Wasser schwimmt oder wie die Schlange auf dem Land kriecht. Sie nutzen die Umgebung für die Bewegung. Und wie geschehen? Man kann auch die Umgebung der Nanowelt für die Bewegung nutzen. Wenn Sie die Symmetrie des Resonators brechen, wird die Energie nicht ausgeglichen und er wird vom Äther abprallen, wie ein Fisch oder eine Schlange gegen die Umgebung. Dies ist der Resonator, der die Energie der Nanowelt in Elektrizität umwandelt. Alle anderen funktionierenden Resonatoren kamen mir sehr bekannt vor. Die drei Zacke von Neptun, Zeus, Shiva, Perun und anderen Göttern, sie alle sind Symbole für Macht und Energie. Ist das ein Zufall? Das ist ein Modell der Nanowelt mit Symmetrieachsen. In dieser Ansicht ist es klar, dass die Basis davon das christliche Kreuz ist. In den anderen Ansichten bilden die gleichen Achsen den jüdischen Stern von David. Der Computer wird dieses Phänomen heller darstellen. Dies ist die Rotation des Modells eines elektrischen Propellers, des sogenannten Teufelsrades. In diesem sieht man deutlich Swastika. Seltsames. Wissenschaftliches Modell der Nanowelt vereint Symbole aller Religionen. Seltsam, aber ist das auch ein Zufall? Wenn die Antenne den Äther erschüttern kann, kann sie dann von ihm abprallen, wie ein Fisch vom Wasser? Die Forschungen dauerten lang oder kurz, aber sie waren erfolgreich mit der Schaffung des einfachen Motors für die billige fliegende Untertasse. Diese Entdeckungen hinterließen verschiedene Symbole der Religion. Schwarzes Quadrat, Kreuz, Kreuz des Komi-Volkes, Kreuz von Udmurt, Trubchevskeor, lettisches Muster. Und hier taucht die Frage auf, was ist, wenn diese Analogien von echten Vorbildern hergestellt werden? Energieumwandler? Wie sieht das aus? Dass alle Formen und Strukturen unserer Modelle stets in traditionellen Ornamenten, Design, Utensilien gefertigt wurden. In den Elementen von Gittern und Zäunen. In zahllosen rituellen, sakralen und dekorativen Objekten. Vielleicht sind es wirklich Erinnerungen an Reisen. Schließlich bauten die Ureinwohner ein Strohflugzeug, als sie den amerikanischen Bomber im Film Erinnerungen an die Zukunft sahen. Aber vielleicht geht es auch um die Vergangenheit. Die gleiche Verbindung unserer Modelle ist in der religiösen Architektur zu sehen. Modell des Fünfkuppelmotors. Es ist einfacher zu überprüfen als Resonator. Wir brauchen nur die Energiequelle zu leiten und die elektrischen Ladungen regen die Resonatoren an und sie beginnen sich nach allen Gesetzen der Physik zu bewegen. Man könnte meinen, dass die Bewegung mit der Funkenbildung und anderen Nebeneffekten zusammenhängt. Die Experimente haben jedoch gezeigt, dass der Einfluss von Ladungen und Elektroströmen durch die hermetische Hülle blockiert wird und der kreisförmige Weg die Auswirkung statischer und magnetischer Felder verhindert. Der Motor funktioniert sogar innerhalb des Metallschirms.
Die Resonatoren können ihre Form ändern, denn das Wichtigste ist nur die Symmetrie. Aber wie macht man den Motor leistungsfähig? Man kann in einer Batterie viele Elemente kombinieren, die dann in eine Richtung arbeiten müssen. Eine solche Umwandlung wird die Resonanzeigenschaften beibehalten. Wiederholt man den Vorgang in verschiedenen Achsen, kann man die Zugkraft erhöhen. Eine weitere Verdichtung des Systems vergrößert die Leistungsdichte pro Einheit. Sieht aus wie ein Teppich, Flugzeug aus dem Märchen. Vielleicht war es das. Die Entwicklung und Umsetzung solcher Energiequellen wird zu einer neuen technischen Revolution führen. Das war vor dem Zionismus, wie Dampf, Elektrizität, Atom. Und solche Energiequellen sind ewig und harmlos, und wir werden bald dazu kommen.